Und dann innerhalb des einzelnen Bereiches, ich gehe jetzt meinetwegen mal auf Außenwände, je nachdem, ob Sie eben mit einer dynamischen Baubeschreibung arbeiten oder ob Sie mit dem BLB-Vergleich arbeiten, ich sage mal, alle Varianten anzeigen, ne, es unterschiedliche Texte gibt und bei einem Text für eine dynamische Beschreibung eben der Text sehr überschaubar ist, teilweise gar nichts beinhaltet und dann eben die ganzen zugeordneten Positionen ausgewiesen. Dieser Anführungszeichen dynamischen Baubeschreibungen sind die Angebotstexte für die Auftragsfortschreibung recht ähnlich, weil sie haben hinter diesen Texten, ich gehe einfach mal hier auf Hauskonstruktion, Innenwände, Erdgeschoss. Sie haben hinter diesen Texten, wenn wir auf die zugeordneten Positionen gehen, eben immer sehr, 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 sehr viele Positionen stehen, tendenziell eben alle Positionen dieses Bereiches. Das heißt also in dem Text Hauskonstruktion, Innenwände, Erdgeschoss, Sie sehen nur Erdgeschoss ist angeklickt, werden letztendlich alle Gewerke, alle Ausführungen, alle Positionen zusammengefasst, die für die Innenwände stehen und die jetzt nicht gedanklich in anderen Bereichen, wie zum Beispiel Malerarbeiten, Innenausbau, Innenputz massiv und so weiter und so fort enthalten sind. Bedeutet, die Idee von diesen Texten ist, dass Änderungen im Nachtragskontext zusammengefasst werden, zum einen auf geometrische Bereiche, wie zum Beispiel Hauskonstruktion innen oder Änderung der Gebäudehülle, ne? Dachdämmung, Dacheindeckung, ne? Fassadenänderung und in anderen Bereichen eben die Verdichtung. Ich sage mal Anführungszeichen recht gewerkeähnlich ist, ne? Zum Beispiel eben, dass dort gesagt wird, Bauelemente im Geschoss, was allerdings dann eben alle Bauelemente betrifft, oder wenn wir es noch mehr in der klassischen Gewerkestruktur haben, ne? Estrich, Bodenbelege, Fliesen und so weiter und so fort. Heißt also, die Idee ist, das Ganze in Bereichen zusammengefasst, dem Bearbeiter des Redaktionssystems anzubieten. Gleichzeitig ist es so, ich mache mal eins, dass wir natürlich wissen, dass diese Verdichtung dazu führt, dass die einzelnen Positionen nicht bearbeitbar sind. Ich mache mal eins, ich schalte einfach mal die Hauskonstruktion, diesen Text, der verwendet wird, im Projekt auf inaktiv. Und mache jetzt bloß mal eins, ich lasse das Ganze jetzt einmal berechnen und jetzt schauen wir uns im Redaktionssystem an, was ist denn jetzt die Auswirkung davon, wenn es diesen Text nicht gäbe? Wir sehen jetzt im Redaktionssystem einen diametralen Unterschied. Wir haben nur diesen einen, Anführungszeichen, einen Text für die Hauskonstruktion auf inaktiv gesetzt. Und wir sehen jetzt, dass eben hier in der Liste der Positionsveränderungen wir damit natürlich die ganzen Einzelveränderungen haben. Vorteil, Nachteil. Sie haben sehr, sehr viel an einzelnen Positionen. Sie haben alle Positionen, also unterstellt, wir hätten gar keine Texte, ne, die verdichten. Dann hätten Sie hier alle die Positionen aufgeführt und Sie sehen immer, wenn Sie hingucken, geschossweise, damit Sie eben entscheiden können, wie Sie es, zusammengefasste Zusatzleistung, ne, aufbereiten wollen. Sie hätten also hier die Änderung oder die Veränderung von jeder einzelnen Position stehen, je Geschoss, wo sie eine andere Menge hat. Ich könnte es anders formulieren. Sie würden hier genau das sehen, was Sie sonst sehen, wenn Sie sagen, Projekte vergleichen. Ne? Okay, ein Ticken weniger, weil hier sehen Sie nur das, was Leistungsbestandteil ist, Projekte vergleichen. Ist ja etwas, was Ausbaustufen, Eigenleistungs- und Leistungspaketsfilter bewusst nicht berücksichtigt.